Ich bin seit über 15 Jahren als Trainer, Antragsteller und Coach bei Jugendbegegnungen, EFT-Projekten und Trainings involviert. 2006 habe ich in Conwa gearbeitet und traf dort Malcolm Baker, den letzten traditionellen Fischer auf der Rame-Halbinsel. Ein einfacher Mann, aber ein Meister des Meeres. Ich wurde sein Lehrling für 6 Jahre und wir entwickelten dort eine besondere Art von europäischen Freiwilligendienstprojekten für benachteiligte Jugendliche. In unseren Stargazy-Boot-Projekten machen wir alte Boote wieder seetauglich und spenden sie für einen guten Zweck. Da die Projekte sehr erfolgreich waren, haben wir in der Rückenwind-Strategie auch Kunst, Kultur, Film und Umweltprojekte organisiert. Durch dieses europäische Rückenwind-Netzwerk haben wir in den letzten Jahren mehr als 500 Jugendliche und Jugendarbeiter an tolle und spannende Lernmöglichkeiten eröffnen können. Ich wollte diese unwahrscheinliche Erfahrung, besondere Freundschaft, unvergesslich machen. Zusammen mit meinem Freund James habe ich deshalb eine Dokumentation über Malcolm und unser fantastisches Abenteuer produziert. Diese Doku ist in den Kinos und Festivals in Europa recht gut angekommen. Jetzt zeigen wir sie beim Filmfestival in San Francisco, wo wir einen Award gewinnen.